Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute was Interessantes mitgebracht, und zwar He-Man von den Masters of the Universe Origins. Diese Neuauflage der Masters ist seit 2019 erhältlich. He-Man gehört zur Wave 1, und wir schauen uns den Kollegen mal genauer an. Das alte Masters of the Universe Logo mit He-Man. Das ist eine europäische Version, da hier unten drunter kein Most Powerful Man of the Universe steht. Da ist er, He-Man. Hinten das Comic, man kann das Zubehör sehen. Ja, für Nostalgiker sehr schön, sowas wieder in den Händen zu besitzen. Und wie man hier lesen kann, Comic Inclusive. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Da haben wir das wunderschöne Artwork. He-Man vor Castle Grayskull. Sehr schön gemacht. Hier sind dann die Figuren, die aus der WEF noch gekommen sind. He-Man, Teela, Beastman und Skeletor, weil Man-at-Arms und Evil-Lyn sind zur Wave 2 gewechselt. Keine Ahnung warum, aber sie sind dann hier drauf. Und hier kann man sehen, ja, was das für Action-Feature hat. Das Schwert in die Hand geben. Na gut, damit muss man mal rechnen, dass man, wenn ein Schwert hat, das auch in der Hand legen kann. Und die verschiedenen Bewegungspunkte. Was diese Toyline gegenüber der Vintage-Toyline anders hat, es hat mehrere Bewegungspunkte. Aber schauen wir uns gleich mal genauer an. Packen wir den Kollegen aus und schauen mal, was der Stärkste der Starken so kann. So, hier haben wir ihn, den Stärksten der Starken, He-Man. Kann man sich mal genauer angucken. Ja, er hat ein neues Gesicht. Im Gegenteil zum alten Vintage-Kopf, aber können wir nachher mal schauen. Sehr schön, der Brustharnisch. Ja, also vom Aussehen her wie ein klassischer He-Man. Nur zum Unterschied dazu, das hat jetzt, diese Serie von Figuren hat jetzt mehrere Bewegungspunkte. Man kann den Kopf hin und her bewegen, vorne und zurück. Die Arme nach außen, vor, hin, zurück, vorwärts. Man hat ein Ellbogengelenk. Man kann die Hände drehen nach innen. Man hat ein Hüftgelenk. Man hat Ball Joints in den Beinen. Damit kann er nach außen, vorwärts, zurück. Naja, zumindest so gut, bis es an die Hose geht. Er hat Kniegelenke, ein bisschen zur Seite drehen, man kann sie knicken. Dann hat er einen Bootcut zum Drehen. Und er hat vorne an den Stiefeln, kann man vorwärts und zurück und zur Seite drehen. Was irgendwie nicht beworben wurde auf den ganzen Paketen, ist, dass das Mix and Match Figuren sind. Mix and Match, was bedeutet das? Nun, man kann einige Sachen trennen. Man kann ihn quasi den Kopf abmachen, die Arme, die Hände, kann den Torso abmachen und man kann die Stiefel entfernen. Und so bleibt der Fantasie nichts offen. Man kann den Skeletor-Arme geben oder auch einfach nur den Kopf. Da gibt es absolut viele Möglichkeiten. Aber das Beste daran ist halt, man kann jetzt auch posen mit ihnen. Da ist er, Gefangener.
Also es gibt viele Möglichkeiten jetzt mit den Sachen zu spielen. Wobei eigentlich Mattel sagt zwar, dass das für Kinder ausgerechnet ist, aber sind wir ganz ehrlich, 90% der Jungs, die früher damit gespielt haben und damit groß geworden sind, haben die sich geholt. Letzten Endes ist es doch eine Toyline für beide. Also für die junge und für die alte Generation. Kommen wir mal zu den Zubehör. Er hat ein Zauberschwert, Halbschwert, so wie es früher auch war, im Akala-Style. Sieht sehr schön aus. Er hat ein Schild, diesmal Vollguss. Früher war das noch so, dass hier innen drin das rote war Pappe mit Clips an den Armen und seine Doppelaxt. So. Und dann kann man halt verschiedene Posen halt damit machen. Wobei man nicht wirklich diese Verwandlungspose reinlegen kann, da dieses hier nur ein Kippgelenk hier hat und nicht in diese Richtung. Aber wir wollen ja nicht zu sehr nitpicken. So, passt ganz einfach hin, ist stabil. Und da haben wir ihn. Dann holen wir mal den Vintage her. Hier haben wir den Vintage-Schiemen. Von der Größe her sieht man, das ist beides identisch. Der Origins sieht nur etwas größer aus wegen den Gelenken. Wir haben hier, upsala, 14,5 cm. Aber wie man zum Beispiel sehen kann, das Gesicht ist halt ein moderneres. Das ist das Vintage-Gesicht. Und hier ist das, wie ich es gerade sagte, hier drin ist halt die Pappe. Die Farben sind auch greller. Ansonsten, also mir persönlich gefallen sie gut und ich kann da nicht drüber meckern. Worüber man meckern sollte, sind die Comics. Das Problem daran ist, wie man sehen kann, es sind keine Sprechblasen drin. Das liegt daran, dass in den europäischen Versionen, sobald eine eine Figur in Frankreich ist, ist man gezwungen, halt quasi auf Französisch da reinzumachen. Und da sich das Mattel sparen will, haben einfach alle Europäer keine Sprache drin. Ist nicht schlimm. Es gibt genug wiefige Leute im Internet, die da einen deutschen Text reinmachen. Oder man hat Glück und hat eine amerikanische Version. Ja, dann würde ich mal sagen, hier haben wir ihn von den Masters of the Universe Origins, He-Man, den stärksten der Starken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, kommentiert drunter, abonniert den Kanal, liked, kommentieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. In dem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen in Fox Toybox.